Strom ist im Netz gemixt. Es ist physikalisch nicht möglich, den Strom aus Wind, Kohle, Gas oder Atomkraft zu trennen. Außer natürlich, man würde unterschiedliche Stromnetze bauen. Wenn Sie also nah an einem Atomkraftwerk wohnen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihr Strom von dort kommt, unabhängig von Ihrem Stromvertrag. In vielen Teilen der Welt gibt es jedoch trotzdem liberalisierte Strommärkte. Grundsätzlich bedeutet das, dass der Verbraucher entscheiden kann, wer Strom für ihn in das Netz einspeist. Aber diese Entscheidungsfreiheit geht noch weiter. Immer mehr Stromversorger bieten den Kunden die Möglichkeit an, sich für Ökostrom zu entscheiden. Das ist eine Folge der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien in einem Markt, dessen Akteure sich mehr und mehr um die Umwelt und den Klimawandel sorgen. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage wurden Rückverfolgungssysteme entwickelt. Staaten und Regulierungsbehörden haben Datenbanken entwickelt, mit denen sich genau verfolgen lässt, welcher Strom in das Netz eingespeist wurde und welchem Stromanbieter oder Verbraucher er zuzuordnen ist. Diese Register funktionieren als Book-and-Claim-System. Der Book-Teil des Systems erfasst, was in das Netz eingespeist wurde. Für jede produzierte Megawattstunde erhält der Produzent einen Nachweis, ähnlich wie ein Zertifikat. Stromanbieter und Verbraucher haben dann das Recht zu beanspruchen oder to claim, dass sie Ökostrom konsumieren. Die Regel ist einfach. Wer in Besitz des Nachweises ist, kann den Strom für sich beanspruchen. Für viele ist dieses Konzept der Stromverfolgung schwer zu verstehen. Strom an sich ist bereits schwierig zu veranschaulichen und zu begreifen. Aber vielleicht ist es einfacher, wenn wir es mit einem eher greifbaren Prozess vergleichen. Denken Sie an eine Orangensaftfabrik. 30% der Orangen kommen von Fairtrade-Produzenten und die anderen 70 nicht. Aus technischen Gründen wird dieser Saft bei der Produktion gemischt. Deshalb ist es unmöglich, danach genau zu bestimmen, in welchen Kartons der Fairtrade-Orangensaft ist und in welchen nicht. Trotzdem kann der Produzent 30% der Kartons als 100% Fairtrade labeln. Es ist Aufgabe des Fairtrade-Labels, diesen Prozess zu prüfen. Vom Orangensaft nun wieder zurück zum Strommarkt. In Europa nennt sich das System Herkunftsnachweisregister, beziehungsweise auf Englisch Guarantees of Origin System. Dort sind ca. 30 Systeme aus fast jedem Land ineinander verflochten. Herkunftsnachweise sind erforderlich für das Verkaufen von Ökostrom. In einigen Ländern werden sie auch genutzt, um Strom aus fossilen Brennstoffen oder Atomkraft zu verfolgen. In den USA werden diese Verfolgungsnachweise Renewable Energy Certificates oder kurz RECs genannt. Beide Systeme sind genormt. Für jede Megawattstunde wird ein Nachweis erstellt. Jeder Nachweis enthält detaillierte Informationen über den Strom, wie der Name und Ort des Kraftwerks und der Zeitpunkt der Produktion. Herkunftsnachweise sind ein Jahr gültig, RECs etwas länger. Das bedeutet, es gibt keine Echtzeitübereinstimmung. Wenn ein dänisches Windkraftwerk beispielsweise 100 Megawattstunden im Januar 2015 produziert hat, erhält der Produzent 100 Herkunftsnachweise. Ein Verbraucher, der 100 Megawattstunden das ganze Jahr 2015 über verbraucht, kann nach Erwerb dieser Herkunftsnachweise aus dem Januar angeben, dass sein Strom das ganze Jahr über aus Windkraft kam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen oder für weitere Informationen können Sie uns gerne unter info@ecoenergy.org kontaktieren.